Ich beschäftige mich vor allem mit dem Assyrischen Reich. Das ist ein Staat, der zwischen 1400 und 600 vor Christus den gesamten Nahen und Mittleren Osten dominiert hat und auch großen Einfluss im östlichen Mittelmeerraum hatte. Ich vertrete ein sehr, sehr kleines Fach. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die Keilschrift lesen können und die Sprachen und Kulturen des alten Orients erforschen. Es ist ja erst 150 Jahre her, dass man die Keilschrift überhaupt entziffert hat. Und ich finde, dass es eine der größten und wichtigsten Aufgaben ist, sicherzustellen, dass diese wichtigen Quellen so breit wie möglich zugänglich sind. Das Assyrische Reich kommt Ende des 7. Jahrhunderts ganz plötzlich zu einem Ende und ersteht niemals wieder aus diesen Trümmern. Und auch das ist für mich unglaublich faszinierend, denn es ist eine gute Erinnerung, dass wir Menschen immer in fragilen Umständen leben. Es ist wesentlich, finde ich, dass man Geschichte als eine Disziplin definiert, die sich nicht nur mit Europa und seiner Genese beschäftigt.